Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Video, zum neuen Veranstaltungsformat meiner BVMW-Repräsentanz, nämlich dem Marktplatz. Der Marktplatz wird ständig weiterentwickelt. Es handelt sich hier nicht um ein klassisches Netzwerkformat, wie man es aus Offline- und Online-Veranstaltungen, die es ja in größerer Zahl mittlerweile gibt, kennt, sondern der Marktplatz dient dazu, wirklich Produkte und Dienstleistungen, und zwar ein konkretes Produkt, eine konkrete oder vielleicht auch mehrere Dienstleistungen vorzustellen im Zeitablauf. Er findet immer montags 14-tägig statt, der nächste jetzt am Montag, den 8.3., immer von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Und was passiert auf diesem Marktplatz? Auf diesem Marktplatz passiert Folgendes: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen in 60 Sekunden ein Produkt oder eine Dienstleistung vor, die ganz konkret beschrieben wird in der Gestalt, dass sie umschrieben wird, dass ein Bild gezeigt wird, ein Foto also, dass ein Preis genannt wird und dass auch natürlich eine optimale Zielgruppe erwähnt werden kann, je nachdem, ob das Produkt nun Zielgruppen eher Konformität hat oder eher der Allgemeinheit dient. So, und wie das nun konkret weitergeht, das zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar, wir belassen es nicht mit der Vorstellung, sondern wir machen so einen 30-Sekunden-Pitch anschließend pro Produkt und Dienstleistungen, um, sagen wir, in einem Brainstorming zu überlegen, für wen ist es sinnvoll, wen kennen wir oder gibt es vielleicht innerhalb des Marktplatzes dann in der Veranstaltung Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das gleich selber sich näher anschauen wollen. Das kann ja sein. Es geht aber nach dem Marktplatz weiter, also nach dieser Veranstaltung Marktplatz wird es nämlich auf diesem gleichnamigen Marktplatz, den der BVMW seit einigen Jahren bereits anbietet, der aber eher so ein Schattendasein führt bei vielen Mitgliedern, also nicht ganz so bekannt ist, aber unglaublich viel Funktionen hat, bis hin zur Möglichkeit, ihn als Landingpage zu nutzen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie wir das machen. Das kann jedes Mitglied übrigens auch selber machen. Jedes BVMW-Mitglied hat die Möglichkeit, diesen Marktplatz kostenfrei zu nutzen, also dort Produkte, Dienstleistungen einzustellen, Personal zu akquirieren, Investoren zu suchen. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Tool. So, wie geht es? Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit wir mitgucken können. Also wenn ich auf bvmw.de gehe, dann sehe ich hier einen Login-Bereich und der ist für Mitglieder. Das Mitglied meldet sich auf diesem Login-Bereich an mit seiner Mitgliedsnummer und einem Passwort. Neumitglieder werden von mir auch eingeführt. Sollte das Passwort mal verloren gegangen sein, dann gibt es die Möglichkeit, natürlich wie überall, dieses auch zurücksetzen zu lassen, so auch bei uns. So. Sind wir dann eingeloggt, dann kommt man, das ist jetzt natürlich mein Profil, also wenn sich ein Mitglied einloggt, dann steht da nicht ich, sondern da steht das Unternehmen unseres Mitglieds und dann sieht man, da gibt es eine ganze Menge in diesem Intranet-Bereich, was wir hier anbieten. Also da gibt es natürlich die Vorteilswelt des BVMW, da gibt es spezielle Telekom-Vorteile, die Telekom ist Partner des BVMW, da gibt es die Möglichkeit für Mitglieder Veranstaltungen anzulegen und es gibt eben auch diesen Marktplatz und da drücke ich jetzt mal drauf. Das ist jetzt mein Marktplatz und da sieht man sofort, ich habe da schon die eine oder andere Anzeige auch platziert. Und zum Beispiel das Sommernachtskino, das jetzt in 2021 planmäßig auch wieder stattfindet in Geislingen. Auch hier wird es wieder ein Upgrade geben. Aber ich gehe jetzt mal mit Ihnen nicht auf eine fertige Anzeige, sondern ich erstelle mit Ihnen eine Anzeige. Denn darum geht es ja, wenn Sie an meinem Marktplatz teilnehmen, dass Sie Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung hier einstellen. Sie wählen also erst einmal aus, ist es ein klassisches Angebot eines Produkts, einer Dienstleistung? Ist es ein Beteiligungsengagement, das Sie entweder suchen, weil Sie sich beteiligen wollen, oder Sie ein Unternehmen haben, zum Beispiel im Rahmen der Nachfolge, wo Sie jemanden suchen, der sich beteiligt an Ihrem Unternehmen. Und die Nachfolge hat hier nochmal einen besonderen Reiter, weil die Nachfolge heißt ja in der Regel nicht nur Beteiligung, sondern Übernahme
des Unternehmens. Man sucht einen Übernehmer, eine Übernehmerin. Das Ganze gibt es auch für Immobilien und dann gibt es das Ganze noch für die Karriere. Also zum Beispiel auch für unsere Mitglieder sehr gut nutzbar, die sowieso Anzeigenportale nutzen und dadurch noch eine Verstärkung herbeiführen wollen. Dann geben wir mal einen Titel des Inserats ein. Ich mache jetzt natürlich kein konkretes Produkt, sondern ich bewerbe jetzt mal den Marktplatz selber. Also das Produkt, um das es bei mir geht, diesen Marktplatz. Also Titel des Inserats durch den Marktplatz von Lothar Lehner EVMW zu mehr Erfolg. Ja? Genau. Dann gibt es hier ein Bild. Dann nehme ich jetzt einfach mal einen Eyecatcher. Und zwar habe ich da einen bei Adobe im Photoshop gekauft. Und das Sie auch schon sicherlich bei LinkedIn oder in anderen Portalen gesehen haben, dieser Marketplace hier. Das ist das Logo für unseren Marktplatz, den kann ich hier gleich wunderbar verwenden. Das Foto wird mir nachher nach dem Speichern angezeigt und dann kann ich eine Kurzbeschreibung machen. Am Markt, im Marktplatz haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und darüber hinaus im Internet und auf den sozialen Plattformen. So, dann beschreibe ich das Produkt. Also hier beim Marktplatz, das mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht intenso. Also da, hier ist ein ganz normaler HTML-Text. Man kann Verlinkungen machen, man kann Bilder einfügen. Also ich sage einfach mal Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann man natürlich, wenn Sie für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen Flyer haben, den können Sie hier anhängen. Und jetzt kommt eine ganz grundlegende Situation. Geben Sie eine E-Mail-Adresse an oder tragen Sie die vollständige URL einer Website ein. Also wenn Sie einen Webshop haben, können Sie auf den natürlich verlinken. Das ist eigentlich ganz toll. Oder wenn Sie das Produkt auf einer Website haben, geben Sie die URL dieser Website an, auf der interessierte Personen weitere Informationen erhalten, Ihr Angebot anfragen können. Oder, also Sie geben die URL ein, oder Sie geben einfach eine E-Mail-Adresse ein. Jetzt sage ich zum Beispiel mal Göppingen, das ist die Geschäftsstelle-Adresse, göppingen@bvmw.de. So, Anbieter. Interessate sind öffentlich einsehbar. Das heißt, jeder kann das sehen, wenn Sie es freigeben. Sie werden als Anbieter angezeigt, mit Ihren Firmendetails als Kontaktoption ausgewiesen. Und das können Sie jetzt verneinen, indem Sie sagen, nein, ich möchte das Inserat als anonymer Anbieter veröffentlichen. Interessierte Personen können mithilfe eines E-Mail-Kontaktformulars schriftlich Kontakt zu mir aufnehmen. Ihre Kontaktdaten werden nicht veröffentlicht. Ganz wichtig, aus Datenschutzgründen, was passiert, dann kommt das, was Sie aus vielen Internetseiten kennen, wenn Sie auf den Kontaktbutton drücken, dann kommt so eine Art Postkasten, also wo Sie Nachricht hinterlassen können und Ihre E-Mail-Adresse eingeben können und dann kommt es bei Ihnen ganz klassisch an und als E-Mail und Sie können dann Kontakt aufnehmen an den Absender. Also die beiden Optionen gibt es, entweder Sie zeigen sich selber, was ich bei einem Produkt, das ich verkaufen möchte, empfehlen würde, da bringt ja gar nichts, wenn Sie so einen Kasten verkaufen, höchstens Sie machen das vielleicht dann wieder im Auftrag für jemanden, dann können Sie, dann brauchen Sie das nur weiterleiten, das kann ja dann Sinn machen. Also ich sage jetzt nicht nein und ich sage jetzt speichern. So, und jetzt schafft er. Und jetzt kann ich mein Inserat öffnen, also jetzt kann ich das konkrete Inserat anschauen. Und das sieht jetzt so aus, durch den Marktplatz von Lothar Lehner BVMW zu mehr Erfolg. Also bei Ihnen könnten natürlich Ihr Produkt dann stehen, zum Beispiel, was weiß ich, Zitronenpresse oder
Telefon, Intensivtraining, wenn es eine Dienstleistung ist oder was sie eben verkaufen wollen. Na, und hier kommt dann die Unterüberschrift sozusagen. Hier würde der Text stehen, da habe ich jetzt nur kurz ein paar Buchstaben eingetragen und hier heißt dann E-Mail schreiben und das ist dann praktisch der sich hier zeigt, der eben dieses Angebot eben eingestellt hat. Also, so, ganz spannend und das ist für mich ganz wichtig, Ihnen das auch zu zeigen. Jeder Marktplatz hat dieses Teilen-Button, wo im Moment, sagen wir mal so, im Business-Bereich zumindest diese wesentlichen Kandidaten, also Plattformen drauf sind, auf die man teilen kann. Ich nehme hier mal LinkedIn. Empfehle Ihnen, mit der rechten Maustaste zu klicken, weil die Seite sonst hier überschrieben wird. Sie müssen sonst zurückklicken. Also rechte Maustaste, Link in neuem Tab öffnen. Dann geht hier der LinkedIn-Tab auf. Und bei Facebook und Xing geht es natürlich genauso. Wenn Sie einen LinkedIn-Account haben, was ich mittlerweile auch empfehle, nehmen Sie den Beitrag, also teilen Sie es als Beitrag. Höchstens Sie wollen es einem Freund privat schicken, dann wäre es die zweite Option unten gewesen, vorher die private Nachricht. Wenn Sie jetzt noch einen Twitter-Account haben wie ich, dann können Sie den gleich mit auswählen, weil dann wird es auf beiden Plattformen parallel veröffentlicht. Ne? Und jetzt können Sie noch, was dazu schreiben. Herzliche Einladung zur Teilnahme am Marktplatz zum Beispiel, bei mir. Bei Ihnen wäre das jetzt aber natürlich nicht die Veranstaltung, sondern bei Ihnen wäre es das Produkt. Na, testen Sie unser Produkt zum Beispiel, kann man hier gleich auch schreiben. Testen Sie mein neues Produkt Marktplatz für den Mittelstand und nehmen am 8.3.2021 um 16.30 Uhr teil. Ja? Genau. So. Also, und damit haben Sie die Anzeige platziert. Das heißt, Sie haben eine zentrale Anzeige platziert für Ihr Produkt und können das jetzt in den sozialen Medien teilen. Das mache ich jetzt in dem Fall. Ne? Das war ja jetzt nur ein Beispiel. Wenn Sie das dann nochmal ändern wollen, dann sagen Sie einfach zurück und jetzt sagen Sie meine Inserate öffnen und bei mir kommt es jetzt auf der Seite 2, nämlich hier und jetzt drücke Sie auf den Stift hier. Genau und jetzt macht es natürlich keinen Sinn hier bla bla, sondern toll wäre es natürlich, wenn wir die Veranstaltung, also bei mir ist die Veranstaltung, wenn Sie hier einen Link platzieren zu Ihrem Produkt, zu Ihrem Webshop, wenn es das immer gibt oder vielleicht auch zu Ihrem eBay-Shop. Das wäre natürlich dann nochmal eine ganz tolle Sache, wenn Sie sagen, das stellen wir einfach auch auf eBay ein und dann können es die Leute dort direkt kaufen. Der gesamte Bezahlprozess läuft. Das wäre ja eine ganz hervorragende Variante. Ja. Also ich, nur damit Sie sehen, das ist alles möglich. Ich nehme das jetzt einfach mal geschwind als Link auf aus meinem Veranstaltungsportal, nur damit Sie sehen, das ist alles überhaupt kein Problem, hier auch einen Link einzufügen. Genau, da ist er dann. Dann zeichnen wir nochmal, also zum Text natürlich in Ergänzung. Das ist ja ganz klar. Ja. Genau, und dann speichern wir das alles wieder. Und wenn wir jetzt auf meine Inserate gehen und das Inserat nochmal anschauen wollen, dann sehen Sie, jetzt ist auch hier der Link drin. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Link drücke, dann bin ich in meinem Fall auf der Veranstaltung selber, das ist jetzt nur mein Beispiel gewesen, in Ihrem Fall natürlich auf Ihrer Produktseite, auf Ihrer Dienstleistungsseite, wo das dann auch bepreist ist. Und somit bekommen wir hier einen unglaublichen Verstärker. Ja,
Und nach diesem Marktplatz, nach der Veranstaltung, die Möglichkeit für Sie, das nachhaltig weiter zu posten. Auch die Marktplatzteilnehmer können natürlich dann auf den sozialen Plattformen Likes abgeben und vielleicht auch zu dem Produkt was sagen, zu Ihnen sagen als Verkäuferin, als Verkäufer. Also wir haben da im Grunde alle Möglichkeiten, die es gibt und die unsere Fantasie zulässt, und das alles in diesem geschützten und wohlorganisierten Rahmen des BVMW, Ihres Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft, der Ihnen das als Mitglieder zur Verfügung stellt. Jetzt kommen natürlich welche, die sagen, ja, und wenn ich jetzt noch nicht Mitglied bin oder mir das erstmal anschauen möchte, dann sage ich Ihnen, dann machen wir Ihnen das im Wege der Dienstleistung möglich. Ich sage nicht Mitgliedern, 2 bis 3 Mal dürfen Sie gerne im Marktplatz teilnehmen. Also, das war's schon wieder. Fragen gerne an mich richten, lothar.lehner@bvmw.de. Bitte vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, informiert werden. Am besten noch, indem Sie auf YouTube diese Glocke anklicken beim Abonnieren, die dann den automatisierten Vorgang in Gang setzt, da Sie immer auf dem neuesten Stand sind, wenn sich irgendwie was ändern sollte. Mein Veranstaltungsformat habe ich Ihnen gezeigt. Die Seite auf meiner Seite, BVMW-Seite, auf alle Veranstaltungen gehen, auswählen, anmelden. Auch dieser Prozess kann komplett online durchgeführt werden mit wenigen Mausklicks. Ich freue mich, Sie beim nächsten Marktplatz zu sehen. Und verbleibe mit besten Wünschen, Ihr Lothar Lehner.